In den frühen Morgenstunden des 17. Februar dieses Jahres begann die chinesische Volksbefreiungsarmee ihre Offensive gegen Vietnam. Diese Strafaktion, wie sie von Anfang an bezeichnet wurde, war seit langem angekündigt worden. Der Angriff der Chinesen wurde in schwierigstem Terrain vorgetragen. Die vietnamesischen Verteidiger hatten sich im Gebirgsdschungel in zahllosen Bunkern und Tunnelsystemen eingegraben. Das Pekinger Oberkommando hatte bekannt gegeben, dass es keine Eroberung beabsichtige, sondern eine Demonstration der Kraft. Von Anfang an stand fest, dass die chinesischen Armeen nicht in das Delta des Roten Flusses und auf die Hauptstadt Hanoi vordringen würden. Wie hoch die Verluste gewesen sind, die beide Seiten während dieses fast dreiwöchigen, erbitterten Feldzuges erlitten, ist im Ausland unbekannt. Die offiziellen Zahlen aus Peking und Hanoi müssen mit Vorsicht aufgenommen werden. Eines ist sicher, schon in den ersten Tagen ihrer Offensive besetzte die chinesische Volksbefreiungsarmee die Grenzstädte Lao Cai, Cao Bang und Dong Dang. Nach 10 Tagen hatte sie den Verkehrsknotenpunkt Lang Son erobert, die Schlüsselstellung der vietnamesischen Verteidigung. Von dort aus hätte sie zweifellos unter Inkaufnahme schwerer Verluste auch bis Hanoi weiter vorstoßen können. In Peking hatte man ganz offen deklariert, dass es im Wesentlichen darum ginge, vor aller Welt zu beweisen, dass die Sozialistische Republik Vietnam nicht, wie sie stets behauptete, nach den USA und der Sowjetunion die dritte Militärmacht der Welt sei. China wollte dartun, dass Vietnam nicht unbesiegbar war. Etwa 200.000 Chinesen waren gegen 100.000 Vietnamesen bei diesen Kämpfen engagiert. Das Oberkommando von Hanoi war klug genug, seine strategischen Reserven, seine Elite-Divisionen in den ersten Grenzschlachten nicht einzusetzen, sondern Milizen und Regionalstreitkräfte nach vorn zu schicken. In der letzten Phase der Kämpfe um Lang Son musste Hanoi allerdings 2 reguläre Divisionen in die Bataille werfen. Diese Bilder stammen alle von chinesischen Frontberichterstattern und zeigen natürlich eine maximale Brisanz der chinesischen Offensivkräfte mit Artillerie, Raketenwerfern und ganzen Rudeln von Panzern des Typs T-59. In Wirklichkeit ist die chinesische Volksbefreiungsarmee unzureichend bewaffnet und technisch rückständig, was ihre Offiziere offen zugeben. Dieses war ein asiatischer Krieg. Und durch ihre Anspruchslosigkeit, ihre Härte und ihre Todesbereitschaft haben sich die Chinesen den Vietnamesen gewachsen gezeigt. Dank ihrer Menschenmassen, ihrer Unermüdlichkeit und dem Vorteil der inneren Linie waren sie den Vietnamesen sogar überlegen. Die Soldaten aus dem Reich der Mitte rannten nicht wie in Korea als menschliche Sturmflut gegen die feindlichen Stellungen an, sondern sie operierten überwiegend mit Stoßtrupps und Sonderkommandos. Während des Kriegs gegen Franzosen und Amerikaner hatten chinesische Pioniere die Straßen, die Brücken und die Bahnlinien von Südchina nach Hanoi in unermüdlicher Reparaturarbeit instand gehalten. Sie kannten jeden Winkel und Fetzen in diesem Terrain. Das kam ihnen jetzt zustatten. Im Übrigen legten sie eine Todesverachtung an den Tag, wie sie weder die Franzosen noch die Amerikaner aufgebracht haben. Die vorzügliche vietnamesische Truppe war endlich auf einen ebenbürtigen asiatischen Gegner gestoßen, der mit Menschen nicht zu geizen war. Zum Abschluss dieser Aktion, die nach Erreichung ihrer vorher proklamierten Ziele planmäßig eingestellt wurde, meinten die chinesischen Generale, dieses sei eine vorzügliche Übung, ein lehrreiches Manöver gewesen. 30 Jahre lang, seit dem Koreakrieg, hätte China keinen Krieg mehr geführt und müsse jetzt die Lektionen aus der neuen Kampferfahrung ziehen. Gewiss, es waren nur ein paar Grenzstädte von der Volksbefreiungsarmee vorübergehend besetzt worden. Aber die psychologischen Auswirkungen in Asien waren gewaltig. Wie würden wir reagieren, so fragte ein französischer Experte, wenn im Zuge eines lokalen Grenzkonfliktes die Städte Lille, Straßburg und Metz in die Hände des Feindes fielen?
Kunming, die Hauptstadt der südchinesischen Provinz Yunnan, ist in keiner Weise eine kriegerische Etappe. Auf dem großen Paradeplatz üben die Männer sich im Tai Chi, in der alten chinesischen Gymnastik. Hier demonstriert das riesige Reich der Mitte seine Gelassenheit gegenüber einem Randkonflikt. Yunnan grenzt unmittelbar an das Kampfgebiet von Vietnam, aber vom Krieg hat man dort wenig gespürt. Im Straßenbild von Kunming sind die Uniformen selten. Die Wandzeitungen, die auch hier angeschlagen sind, befassen sich weit intensiver mit den sogenannten vier Modernisierungen als mit dem nahen Krieg gegen Vietnam. An den malerischen Seen im Westen Kunmings pilgerten während der Kampftage weiterhin die Ausflügler unbekümmert zu den historischen Palästen und Tempeln, die frühere Dynastien des Reiches der Mitte hinterlassen hat. Die drohenden Tempelwächter dieses buddhistischen Heiligtums am Westberg gehen bezeichnenderweise auf jenen großen mongolischen Kaiser Kublai Khan zurück, der im 13. Jahrhundert vergeblich versucht hatte, das damalige Vietnam seinem Reich endgültig einzuverleiben. Vietnam, Ho Chi Minh, so lautet das Lied, das vietnamesische Kriegsgefangene im Lager von Ban Chi in Gegenwart ihrer chinesischen Bewacher singen. Wir waren als erste Ausländer dort zugelassen worden. Es war ein seltsames Gefühl, dieses Mal vietnamesische Kriegsgefangene in chinesischem Gewahrsam zu erleben, nachdem wir sie im ersten Indochina-Krieg bei den Franzosen, im zweiten Indochina-Krieg bei den Amerikanern angetroffen haben. Die Gefangenen, die demnächst in ihre Heimat zurückgeschickt werden sollen, machten einen wohlgenährten Eindruck. Sie konnten sich relativ frei ausdrücken und keiner beschwerte sich über schlechte Behandlung. Allerdings sind sie einer ständigen propagandistischen Berieselung durch die Pekinger Propaganda ausgesetzt und die politisch bewussten Vietnamesen setzen sich dagegen zur Wehr. Selbst beim Spiel findet eine permanente ideologische Beeinflussung durch Spezialpersonal der Volksbefreiungsarmee statt. Ein verwundeter politischer Kommissar der vietnamesischen Division 316a antwortete auf unsere Frage, wie er denn die kämpferische Leistung der Amerikaner und der Chinesen miteinander vergleiche. Der chinesischen Kriegführung. Welches wäre dann Ihr Urteil? Die Amerikaner hatten mehr Waffen, die Chinesen haben mehr Menschen und die Amerikaner waren in der Schlacht ängstlicher. Die Provinz Yunnan nimmt mit ihrer zerklüfteten Gebirgslandschaft und ihren rassischen Minderheiten, die auch über die übrigen Nachbarländer Südostasiens verstreut sind, eine beherrschende strategische Plattform ein. Hier wird eines deutlich: Für die Söhne des Himmels bleibt China das große, alles beherrschende Reich der Mitte. Und Vietnam ist allenfalls eine ferne Grenzmark, die sie schon durch ihre Namensgebung, Vietnam gleich Land des Südens, als natürliches Einflussgebiet Chinas definiert. Die Chinesen sind abgezogen, die Vietnamesen rücken nach. Die Grenzstädte sind durch die Kämpfe verwüstet worden. Vor der endgültigen Räumung hat die Volksbefreiungsarmee Pekings die Brücken und Straßen gesprengt, die Befestigungsanlagen geschleift. Die Vietnamesen sprechen von einer Politik der verbrannten Erde. Das durch einen 30-jährigen Krieg ausgemergelte und erschöpfte Vietnam wird sich schwer tun,
diese Randprovinzen wieder aufzubauen und zu beleben. Die regulären Elitedivisionen Vietnams marschieren heute in die vorderste Linie, denn die Gefahr eines neuen Konflikts ist in keiner Weise ausgeräumt. Selbst auf den Gesichtern der chinesischen Gefangenen spiegelt sich Trotz und Grimm. China wird ein unberechenbarer Faktor und ein gefährlicherer Gegner für Hanoi sein als Frankreich oder Amerika. Peking kann sich unendliche Geduld leisten. In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi wurde die totale Mobilmachung angeordnet. Milizen werden aufgestellt, die Betriebskampfgruppen der Arbeiter werden auf Straßenkampf gedrillt. Die Verkehrspolizei wird militarisiert. Der chinesische Feind wird auf den Plakaten als blutrünstiger Aggressor gebrandmarkt. Für die männlichen Zivilisten wurde die 3x8-Stunden-Kadenz eingeführt. 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden kämpferische Übung, 8 Stunden Ruhe. Ein Rhythmus, der selbst für die kriegsgewohnten Vietnamesen kaum durchzuhalten ist. Die Leiden dieses geprüften Volkes scheinen kein Ende zu nehmen. Dennoch versammelt man sich zu angeblichen Siegesfeiern vor dem Grabmal Ho Chi Minhs. Ministerpräsident Pham Van Dong stellt Triumph zur Schau und demonstriert Unnachgiebigkeit. Quant à la maison chinoise, vous savez ce qui s'est passé? Elle a été battue et bien battue. Die chinesischen Invasoren sind geschlagen worden, schwer geschlagen worden, und zwar nur durch unsere Regionalstreitkräfte. Mit einigem Abstand wird man das ganze Ausmaß unseres Sieges erkennen können und die ganze Bedeutung der Niederlage, die die Chinesen auf politischem und militärischem Gebiet erlitten haben. Das gilt für die innenpolitische Situation Chinas sowie für die Auswirkung auf die internationale Öffentlichkeit. Im nordvietnamesischen Hafen Haiphong, den bereits die Amerikaner bombardierten und verminten, staut sich eine ganze Armada sowjetischer Transportschiffe. Moskau hat dem bedrängten vietnamesischen Verbündeten keine unmittelbare Waffenhilfe geleistet und keine Entlastungsoffensive gestartet. Aber die Lieferungen an Rüstungsmaterial wurden spektakulär erhöht. 6, 9, 10. Da die vietnamesischen Häfen hoffnungslos verstopft waren und die Ausschiffung unter monatelangen Verzögerungen litt, haben die Russen freiwillige Docker und Spezialisten nach Haiphong geschickt, um das Tempo zu beschleunigen. Offenbar ist diese russische Verwicklung in den dritten Indochina-Krieg den Chinesen nur recht, weil Hanoi dadurch in die wachsende Abhängigkeit von Moskau gerät, an internationalem Prestige verliert, zum Kuba Südostasiens abgestempelt wird, wie man in Peking sah. Die Sowjetunion ist nicht in Nordchina eingefallen, wie die Vietnamesen das zweifellos erhofften. In Westeuropa und vor allem in Bonn hat man in diesem Zusammenhang von der weisen Zurückhaltung der Sowjetunion gesprochen. In Asien sah man es anders. Dort sprach man vom Selbsterhaltungstrieb der Russen. Denn für die Sowjetunion wäre ein Krieg mit China bereits ein allzu großes Risiko. Ein Atomkrieg wäre unkalkulierbar. Und ein konventioneller Krieg gegen China könnte für Moskau zu einem 20-fachen Vietnam führen, wenn man das amerikanische Abenteuer in Indochina als Maßstab legt. Die Sowjetunion erscheint bereits als ein durch zu viele Abmachungen und Rücksichten gefesselter Riese. Für die Asiaten erscheinen die Russen als die roten
Amerikaner. Aber werfen wir jetzt einen Blick auf die chinesisch-vietnamesische Front. Die chinesischen Keile sind vorgetrieben worden zwischen Leitschau, Laokai, Kaobang und Lang Son. Ich habe dieses Gebiet persönlich und intensiv besucht während des französischen Indochina-Krieges. Und ich kann bezeugen, dass die Chinesen in wenigen Tagen, allerdings unter schweren Verlusten, erhebliche Erfolge davongetragen haben. In Zukunft wird man vor allem auf den Keil von Leitschau blicken. In diesem Gebiet würden die Chinesen auf rassische Minoritäten stoßen. Und von dort aus würde es bei einer kommenden Konfrontation mit Vietnam eventuell gelingen, auch die mit Hanoi verbündete Volksrepublik Laos aus den Angeln zu heben. Im Westen hat man die Bedeutung dieser Kämpfe oft unterschätzt. Aber in Thailand hat man es wohl richtiger gesehen. Dort fühlte man sich durch den vietnamesischen Expansionismus bereits bedroht. Heute verstärkt man auf thailändischer Seite die Grenzgarnisonen gegenüber Kambodscha. In Thailand hat man erkannt, dass in diesen dramatischen Februar- und Märztagen eine strategische und politische Wende in Ostasien eingetreten ist. Von einem Indochina-Krieg zum anderen, die Bilder bleiben sich gleich. Partisanen im thailändisch-kambodschanischen Grenzgebiet. Offiziell handelt es sich um Angehörige der in Thailand lebenden kambodschanischen Minderheit, die für die Regierung von Bangkok auf Patrouille gehen. Aber es herrscht hier ein gewisses Zwielicht und eine verschwiegene Komplizität, die in das Land der Khmer hinüberreicht. Vor der Eroberung Kambodschas durch die Vietnamesen waren die thailändischen Grenzdörfer häufig durch Überfälle der Roten Khmer heimgesucht worden. Die Bevölkerung ist aus dieser bedrohten Zone evakuiert worden. Jetzt sind die Mörderbanden des Pol Pot-Regimes ihrerseits auf der Flucht. Ihre Erdbunker, die wir jenseits eines modrigen Klong aussuchten, sind verlassen. Aber die Grenze, die durch ein paar Wimpel in den Baumkronen markiert wird, ist dadurch nicht sicherer geworden. In etwa 5 Kilometer Entfernung konnten wir Gefechtslärm hören. In der Ortschaft Nimit, so berichteten die Flüchtlinge, gingen die Kämpfe zwischen Roten Khmer und Vietnamesen weiter. Thailand steht in der ersten Frontlinie des dritten Indochina-Krieges. Aber die siamesischen Soldaten begegnen dieser Krisensituation mit Sorglosigkeit und Schlamperei. Rush Hour in Bangkok. Schon sagt man in ausländischen Kreisen, wenn die Vietnamesen beschließen sollten, von Kambodscha aus Thailand anzugreifen, dann werden ihre Panzerkolonnen erst durch das Verkehrschaos der Hauptstadt gestoppt werden. Die Diskussion über die sogenannte Domino-Theorie hat sich in Thailand neu belebt. Die Metropole am Menam ist zur Zentrale der Intrigen und der Spionage in Südostasien geworden. In den verschwiegenen Treffpunkten des Chinesenviertels von Bangkok wird über den Waffennachschub für die Roten Khmer verhandelt. Die reichen Auslandschinesen beherrschen hier auch das Transportgeschäft. Die Emissäre aus Peking sind rege in ausländischen Kreisen. Wenn die Vietnamesen beschließen sollten, von Kambodscha aus Thailand anzugreifen, dann werden ihre Panzerkolonnen erst durch das Verkehrschaos der Hauptstadt gestoppt werden. Die Diskussion über die sogenannte Domino-Theorie hat sich in Thailand neu belebt. Die Metropole am Menam ist zur Zentrale der Intrigen und der Spionage in Südostasien geworden. In den verschwiegenen Treffpunkten des Chinesenviertels von Bangkok wird über den Waffennachschub für die Roten Khmer verhandelt. Die reichen Auslandschinesen beherrschen hier auch das Transportgeschäft. Die Emissäre aus Peking sind rege und die thailändischen Grenzkontrollen sind bestechlich. Noch muss die tiefe buddhistische Religiosität für das Königreich Thailand gewissermaßen als Staatsdoktrin herhalten.
Die Lehre Gautamas soll diese konservative Konsumgesellschaft gegen die Gefahr revolutionären Umsturzes abschirmen. Aber hatte man in Kambodscha nicht ebenfalls gehofft, dass der Buddhismus sich als Abwehrkraft gegen den Kommunismus behaupten würde, und hat es dort nicht ein schreckliches Erwachen gegeben? Über das Meer, über den Golf von Siam, so behaupten die Behörden von Bangkok, werde der chinesische Nachschub in die letzten Widerstandszentren der Roten Khmer nach Kambodscha transportiert. Wir haben den Hafen Khon Yai aufgesucht, der unmittelbar an Kambodscha grenzt. Auf dem Kamm dieser Dschungelhöhe verläuft bereits die Grenze. Die Fischerboote, die in diesem Klong auf die Flut warten, haben schon in Friedenszeiten Schmuggelgut befördert. Die waldige Insel, deren Konturen am Horizont flimmern, heißt Koh Kong und wurde in jenen Tagen noch von den Roten Khmer gehalten. Die vietnamesischen Korvetten waren vergeblich bemüht, jede Versorgung für die kambodschanische Widerstandsbewegung abzuschneiden. Jenseits dieser umstrittenen Küste zeichnen sich die ersten Dschungelausläufer des Kardamon-Gebirges ab, wo das gestürzte Pol Pot-Regime seine letzten Partisanenhaufen gegen die vorrückenden Vietnamesen sammelt. Gar nicht weit vom Schnittpunkt dieser asiatischen Tragödie entfernt, amüsiert man sich in den Nightclubs und Diskotheken des Ferienorts Pattaya, der so vielen deutschen Thailand-Reisenden bekannt ist. Hier herrscht noch Frivolität, eine Prostitution, die an den früheren Bordellbetrieb von Saigon erinnert. Die Vergnügungsindustrie lässt sich vom Dröhnen des nahen indochinesischen Krieges offenbar nicht beeindrucken. Knapp 100 Kilometer trennen diese beiden Szenen. Diese Aufnahmen zeigen die Realität im Kambodscha von heute. Namenloses Elend, Hunger und Flucht, zersprengte Familien, Hunderttausende von Toten. Verwilderte Landstriche, geisterhaft leere Städte. Ein total bankrottes Staatsgebilde ohne Wirtschaft und Finanzen. In Kambodscha herrscht weiterhin das Grauen. In den ersten Januartagen 1979 hatten die vietnamesischen Panzerdivisionen die schlecht ausgerüstete Partisanenarmee der Roten Khmer überrollt. Doch sie stießen in ein verwüstetes Land, in verlassene Städte vor und trafen eine verzweifelte Bevölkerung an. Trotz ihrer gewaltigen Überlegenheit konnten sie des Widerstandes der letzten Pol Pot-Banden nicht Herr werden. In den verödeten Straßen der Hauptstadt Phnom Penh werden zwar den ausländischen Kamerateams Trupps von gefangenen Roten Khmer vorgeführt. Dennoch wird die Zahl der unentwegten Widerstandskämpfer, meist handelt es sich um Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, noch auf 30.000 geschätzt. Immerhin hat Vietnam, die neue Führungsmacht im ehemals französischen Indochina, eine ihr ergebene Vasallenregierung in Phnom Penh eingesetzt. Der vietnamesische Ministerpräsident Pham Van Dong ist mit einer Sondermaschine gekommen, um das neue Regime zu bestätigen.
Jubelgruppen kambodschanischer Schulkinder und pro-vietnamesischer Hilfswilliger in Uniform wurden aufgeboten, um beim Empfang des großen Bruders aus Hanoi eine herzliche Atmosphäre vorzutäuschen. Im alten Regierungspalast des Prinzen Sihanouk wurde mit dem neuen pro-vietnamesischen Regierungschef von Kambodscha, Heng Samrin, eine Art Schutz- und Trutzabkommen unterzeichnet, das Kambodscha endgültig in die vietnamesische Einflusssphäre eingliedern soll. Unter den Gästen aus Hanoi befand sich Generalstabschef General Sung, der sich bereits bei der Eroberung von Saigon ausgezeichnet hatte. Die Vietnamesen sind bemüht, kambodschanische Hilfstruppen auszuheben, um den Roten Khmer den Garaus zu machen. Aber zuverlässig sind diese neuen Verbündeten nicht. Hanoi muss weiterhin mit etwa 150.000 eigenen Soldaten, die an der chinesischen Grenze bitter benötigt wurden, in Kambodscha präsent bleiben. Ohne die Waffenhilfe der Vietnamesen würde das Regime Heng Samrin binnen kürzester Frist zusammenbrechen. Jede kambodschanische Familie hat unter dem blinden Terror der Roten Khmer und den Ausschreitungen ihrer jugendlichen Mörderbanden mehrere Angehörige verloren. Das einst glücklichste Land Südostasiens ist zur Hölle geworden. Vermutlich betrachten heute die überlebenden Kambodschaner die militärische Präsenz des vietnamesischen Erbfeindes als das geringere Übel. Doch schon hört man Klagen über Ausschreitungen der einst so disziplinierten vietnamesischen Bodoi. Hanoi bekommt dieses ausgedehnte Sumpf- und Dschungelland nicht in den Griff und China sorgt dafür, dass der nationale Widerstand der Kambodschaner weiterschwebt. Ganz offensichtlich hat Vietnam sich überanstrengt, sich übernommen. Auch wenn seine Truppen sich der Tempelruinen von Angkor Wat, des Symbols der einstigen Größe des Khmerreiches, bemächtigt haben. Vietnam gleiche einer Schlange, so hört man in Peking, die sich mit ihrem Kopf in Kambodscha festgebissen habe. Aber China, so heißt es weiter, halte sie am Schwanze fest. Gibt es noch eine Hoffnung für Kambodscha? Neuerdings heißt es, dass sich im thailändischen Grenzgebiet antikommunistische kambodschanische Partisanen sammeln, um gegen die Vietnamesen zu kämpfen. Sie stehen angeblich unter dem Oberbefehl des früheren Ministerpräsidenten General In Tham. Aber das wirkliche Symbol der kambodschanischen Unabhängigkeit, die letzte Chance Kambodschas, bleibt doch Prinz Norodom Sihanouk, und der befindet sich zurzeit in Peking. Wir haben ihn dort besucht und er hat uns lange berichtet über seinen dreijährigen Hausarrest in Phnom Penh bei den Roten Khmer, die auch einen großen Teil seiner Familie massakriert haben. Prinz Sihanouk hasst die Roten Khmer und das Pol Pot-Regime, aber er hasst auch den vietnamesischen Erbfeind, der in sein Land eingedrungen ist. Er fordert heute die Neutralisierung Kambodschas und wünscht die Unabhängigkeit seines Landes von Peking und von Hanoi. Ob sich allerdings die Vietnamesen darauf einlassen, ist eine andere Frage. Sie werden ihre Beute nicht preisgeben. Vietnam beweist seine Härte in den Verhandlungen gegenüber Peking, die häufig abgebrochen werden und die auf der Stelle treten. In Hanoi triumphiert die russische Partei und die sowjetische Flotte ankert bereits in der Bucht von Cam Ranh, was allerdings für die Amerikaner bedenklicher ist als für die Chinesen. Vietnam hat sich eine beinahe selbstmörderische Herausforderung gegenüber China geleistet. Denn man kann sich zur Not noch vorstellen, dass eines Tages zwischen Peking und Moskau ein vorübergehendes und prekäres Arrangement zustande kommt. Aber das Reich der Mitte wird es niemals dulden, dass sein früherer Vasall im Süden, nämlich Vietnam,
mit dem russischen Polarbären paktiert und konspiriert. Hanoi, diese Sparta Südostasiens, ist in einer schwierigen Situation und geht harten und bitteren Jahren entgegen, zumal die Eroberung Südvietnams noch nicht verkraftet ist. Am Ende dieses Filmes wenden wir uns dem dritten indochinesischen Staat, der Volksrepublik Laos, zu. Hier hat das pro-vietnamesische Regime des Ministerpräsidenten Khe Son Phomvihan ebenfalls Front gegen China bezogen. Und aus Peking hört man bereits, dass die Chinesen die anti-vietnamesischen Partisanenbewegungen in Laos unterstützen und aufbauen wollen. Dieser Khmer-Tempel von Wat Phu in Süd-Laos stammt aus dem 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Damals beherrschte das kambodschanische Großreich weite Teile des heutigen Hinterindien. Die Skulpturen von Wat Phu weisen hinduistische Motive auf. Erst sehr viel später hat sich der Buddhismus dieser alten Kultstätte bemächtigt. Im Gegensatz zum Kambodscha der Roten Khmer, wo die buddhistische Geistlichkeit weitgehend ausgerottet wurde, haben die buddhistischen Mönche im kommunistischen Laos gewisse Privilegien bewahrt. Sie werden zur Alphabetisierung eingesetzt und die Behörden versuchen, sie im marxistischen Sinne umzufunktionieren. Der Tempel Wat Phu befindet sich in der südlaotischen Provinz Champasak, die lange Zeit ein Sammelpunkt antikommunistischer Partisanen war. Wenn die laotische Regierung von Vientiane uns erlaubt hat, in diese strategisch wichtige Gegend zu reisen, die im Süden an Kambodscha und im Westen an Thailand grenzt, so vermutlich, weil sie uns demonstrieren wollte, dass sie die Situation unter Kontrolle hat. Die Stadt Pakse in Südlaos galt lange Zeit als Hochburg des konservativen Widerstandes gegen die kommunistische Machtergreifung. Noch immer wird diese schläfrige Ortschaft von dem unvollendeten Palast des Prinzen Bun Um beherrscht, der bis 1975 als einer der maßgeblichen Führer der pro-amerikanischen und pro-thailändischen Bürgerkriegspartei galt. Auf dem Markt von Pakse merkt man wenig von der katastrophalen Wirtschaftslage, in der sich die Demokratische Volksrepublik Laos befindet. Was hier angeboten wird, ist meist Schmuggelgut aus Thailand. Die Soldaten, die man hier antrifft, gehören der Roten Partisanenarmee von Laos an. Aber wir begegneten auch zahlreichen vietnamesischen Militärtransporten, die wir allerdings nicht filmen durften. Die Armee Hanois ist mit mindestens 30.000 Mann im verbündeten Laos präsent. Sobald man das Gewühl des Marktes verlässt, ist Pakse eine verlassene Stadt wie all jene laotischen Siedlungen am Mekong, deren Bevölkerung sich zum großen Teil nach Thailand abgesetzt hat. Früher wurde hier das Geschäftsleben durch die Auslandschinesen beherrscht. Aber sie sahen sich einer ähnlichen Drangsalierung ausgesetzt wie in Vietnam und sind meist geflüchtet. Die Laoten galten einst als glückliches und träges Volk. Diese Wesenszüge spiegeln sich heute noch im lässigen Tempo der großen Gemeinschaftsarbeiten, die das neue Regime angeordnet hat. Dieser Kanalbau soll den Kooperativen im Umkreis von Pakse erlauben, zwei Reisernten im Jahr einzubringen.
Das frühere Königreich der Million Elefanten, das keinen Mangel kannte, leidet zurzeit unter akuten Versorgungsschwierigkeiten. Die kommunistische Machtergreifung und die strenge Unterwerfung unter den vietnamesischen Nachbarn ging mit der forcierten Kollektivierung der Landwirtschaft parallel, die eine zusätzliche Fluchtwelle auslöste. Immerhin blieb Laos von jenem unerbittlichen Terror verschont, der das benachbarte Kambodscha heimsucht. In Paxé feiern die kommunistischen Nebenorganisationen den Tag der Frau. Die Delegationen aus der ganzen Provinz Champasak sind im großen Stadion versammelt. Die Rednerinnen und Redner unterstreichen vor allem die hundertprozentige Solidarität mit Vietnam im Grenzkonflikt gegen China. Das gilt auch für die vietnamesische Intervention in Kambodscha, mit der sich die Regierung von Vientiane voll identifiziert. Sogar laotische Truppen sind gegen die Roten Khmer nach Kambodscha entsandt worden. Zwischendurch wird auf der Tribüne nach alter laotischer Art getanzt. Gesangstexte jedoch verherrlichen stets den sozialistischen Aufbau in Laos und die Gemeinschaft der indochinesischen Völker im Zeichen des Kommunismus. Dieser priesterlich wirkende Mann war noch vor wenigen Jahren ein hochgeehrter buddhistischer Mönch. Sein Engagement für die neue Ideologie ist bezeichnend für den Versuch, im roten Laos von heute eine Synthese zwischen Buddhismus und Marxismus zu finden. Gegenüber unserem letzten Besuch im Jahr 1976 hatte sich die Atmosphäre in der laotischen Hauptstadt Vientiane gelockert und entkrampft. Zwar ist auch hier das alte Geschäftszentrum weitgehend verwaist. Aber mit Erlaubnis Hanois haben sich die Beziehungen zum benachbarten Thailand entspannt. Die laotische Regierung hält sich mit der Unterstützung der roten Thai-Partisanen jenseits der Mekong-Grenze neuerdings zurück. Bezeichnend ist die starke russische Präsenz in dieser schläfrigen hinterindischen Hauptstadt. Die Sowjetbürger 70 hatte sich die Atmosphäre in der laotischen Hauptstadt Vientiane gelockert und entkrampft. Zwar ist auch hier das alte Geschäftszentrum weitgehend verwaist. Aber mit Erlaubnis Hanois haben sich die Beziehungen zum benachbarten Thailand entspannt. Die laotische Regierung hält sich mit der Unterstützung der roten Thai-Partisanen jenseits der Mekong-Grenze neuerdings zurück. Bezeichnend ist die starke russische Präsenz in dieser schläfrigen hinterindischen Hauptstadt. Die Sowjetbürger lassen sich nicht gern beim morgendlichen Einkauf filmen, aber jedermann weiß, dass sie in großen Wohnkasernen an der Straße zum Flugplatz untergebracht sind. An ihren freien Tagen sitzen Experten aus der Sowjetunion am Swimmingpool des Hotels Lanessan. Genau dort, wo sich vor einigen Jahren die Agenten des amerikanischen Geheimdienstes CIA tummelten. Der Ausbruch des dritten Indochina-Krieges und die Gefechte an der vietnamesisch-chinesischen Grenze haben zu einer plötzlichen Verhärtung des innenpolitischen Kurses in der Demokratischen Volksrepublik Laos geführt. Hanoi übt Druck auf seine Verbündeten von Vientiane. Von einem Tag zum anderen wurden die Soldaten wieder zahlreicher im Straßenbild der Hauptstadt.
Die kleine laotische Armee von 50.000 Mann soll um 13.000 zusätzliche Rekruten verstärkt werden. Seitdem flüchten wieder zahlreiche junge Männer über den Mekong nach Thailand und die Grenzposten eröffnen ohne Warnung das Feuer auf alle Verdächtigen. Aus Moskau und dann aus Hanoi wurde ein weltweiter Propagandafeldzug eingeleitet, als sei nunmehr die Volksrepublik Laos unmittelbar durch eine chinesische Invasion bedroht. Zurück ins chinesisch-vietnamesische Grenzgebiet. Die Volksrepublik China feierte die Beendigung ihrer bewaffneten Strafaktion gegen Vietnam als einen großen militärischen Sieg. Hier treffen die heimkehrenden chinesischen Truppen an jenem mächtigen Grenztor ein, das die Franzosen einst La Porte de Chine genannt hatten, das zur Zeit der Allianz zwischen Peking und Hanoi Tor der Freundschaft hieß. Aber in der alten Überlieferung des Reiches der Mitte trug diese steinerne Pforte den Namen Tor der Beherrschung des Südens. Der Feldzug gegen Vietnam hat bei der chinesischen Bevölkerung spontane kriegerische Begeisterung ausgelöst, obwohl offiziell 20.000 eigene Verluste zugegeben wurden. Diese Reaktionen stehen im Widerspruch zur überwiegend pazifistischen Geistesverfassung in der westlichen Welt von heute. Was sich am Tor der Beherrschung des Südens an der fernen Grenze der Provinz Guangxi abspielte, glich einer Sedanfeier. Es wurde eine fernöstliche Art von Langemarkgeist zelebriert. Zwischen Chinesen und Vietnamesen waren nicht nur Artillerieduelle und Nahkämpfe ausgetragen worden. Vor allem die psychologische Kriegsführung war zu ihrem Recht gekommen. Die vietnamesische Propaganda hatte behauptet, die chinesischen Soldaten hätten in den eroberten Grenzgebieten Kriegsverbrechen verübt. Dem antwortet hier das chinesische Fernsehen mit der Darstellung von rührenden Verbrüderungsszenen. Vor ihrem Abzug fegen die chinesischen Soldaten die Straßen. Sie versorgen die Bevölkerung mit Lebensmitteln. Sie helfen den Alten. Sie reparieren sogar die beschädigten Strohdächer der Bauernhäuser. Ein allzu idyllisches Bild. Bemerkenswert waren die Bemühungen der chinesischen Politkommissare, um die rassischen Minderheiten, die in diesem Grenzstreifen Vietnams siedeln, um die Thai, die Meo, die Yao und wie sie alle heißen. Diese Minoritäten werden durch eine rücksichtslose vietnamesische Assimilierungspolitik bedrängt und könnten in Zukunft wertvolle Verbündete Chinas sein. Hier sieht man Trägerkolonnen von Angehörigen der rassischen Minderheiten, die während der Kämpfe chinesische Sturmtruppen begleiteten. Die gleichen Völker, vor allem die kriegerischen Meo, leben auch in Nord-Laos und könnten dort, dem Reich der Mitte, eine Möglichkeit der Unterwanderung und der Entstabilisierung bieten. Bis auf ein paar Gebietsfetzen von höchstens 60 Quadratkilometern insgesamt, die im Gebirgsdschungel von Vietnam und China weiterhin umstritten bleiben, hat die Volksbefreiungsarmee das vietnamesische Territorium kampflos geräumt. Aber schon hat Vizepremierminister Deng Xiaoping dem Generalsekretär der Vereinten Nationen Kurt Waldheim in Peking mitgeteilt, dass das Reich der Mitte auf dem Sprung steht, zu einem neuen Schlag gegen Hanoi auszuholen, falls die Vietnamesen ihre Haltung nicht grundlegend ändern. Es geht nicht nur um ein paar Grenzzwischenfälle, um das Schicksal der Auslandschinesen in Vietnam oder den Besitz von ein paar Inselgruppen im südchinesischen Meer. China verlangt heute, dass Vietnam seine Truppen aus Kambodscha und Laos zurückzieht und die allzu enge Allianz mit den Russen aufkündigt. Man kann sicher sein, dass Hanoi sich diesen Forderungen nicht beugen wird. Zwar schweigen zurzeit die Waffen zwischen Yunnan und Tonkin, aber der dritte Indochina-Krieg ist noch längst nicht zu Ende.